Wir sind hier bei der Deutschlandtour und wollen wieder den Profis die richtigen, wichtigen Fragen stellen. Und heute haben wir das Thema Regeneration. Wie regenerieren die Profis? Wie lange ist so eine Kaffeefahrt? Und wie lange fassen sie ihr Fahrrad am Ende des Jahres der Saisonpause nicht mehr an? Ich würde sagen, das finden wir nur raus, wenn wir uns ein paar deutschsprachige Profis holen. Da geht's lang. So, ich habe jetzt hier den ersten Profi von Ineos, Kim Heidok. Was ist eigentlich deine Lieblingsregenerationsmethode? Oh, meine Lieblingsregenerationsmethode. Also am liebsten, wenn es mir einer vorbereiten würde, wäre natürlich ein Eisbad. Aber da ich das dann am meisten selber machen müsste, also eigentlich nur Couch, Massagegun oder ähnliche Produkte. Noch herkömmlich oder traditionell Füße hochlegen oder macht man das nicht mehr? Doch, das wird immer noch. Okay. Boah, erstmal die Massage nach dem Rennen. Massage nur? Nicht mal diese modernen, wie heißen die, diese Lymphdrainage oder sowas? Oh, nee, ja, ich mag lieber die ganz normale Massage. Eisbad. Eisbad ist was Schickes. Also nicht Massage oder so oder diese Massage-Guns oder sowas? Ja, das kommt dann vielleicht danach noch, aber als erstes erstmal mal schön, wenn man in eine kalte Tonne springen kann. Am liebsten gehe ich auf jeden Fall zur Massage und lass mich behandeln, aber ja, ich gehe auch gerne in so eine Kältekammer bei minus 110 Grad und ja, das sind so eigentlich meine Regenerationsmethoden. Okay, das war heute noch nicht dabei. Nee, die meisten haben gesagt, ein Eisbad ist ja so ähnlich. Ja. Ich muss sagen, wenn ich richtig schwere Beine habe, beim Radrennen natürlich die Massage. Und immer schön was zu essen ist ganz wichtig. Essen haben wir heute noch nicht gehört als Regeneration. Doch, definitiv. Also das A und O. Okay. Muss gut schmecken und muss was bringen. Ich kenne dich ja noch von früher. Du hattest eigentlich immer so das Neueste mit dabei, so Compact-Sport oder wie hießen die noch, so Elektrodinger. Machst du das immer noch? Nee. Ich habe mir letztes Jahr bei der Deutschlandtour ja einen Oberschenkelhals gebrochen. Seitdem habe ich ein bisschen Metall drin. Und ich weiß nicht, ob es davon kommt, aber ich hatte da mal ein Problem danach. Kann okay. Natürlich sein, dass ich es zu früh eingesetzt habe, wo ich noch nicht ready war, aber ich habe tatsächlich so einen kleinen, wie so eine Massagegun. Auf der Couch liegen, würde ich sagen. Ansonsten, wenn man unterwegs ist, sind natürlich Kompressionsstrümpfe nicht schlecht. Oder so Recovery Boots sind auch immer eine feine Sache. Sauna und Eisbad. Sauna und Eisbad? Das ja. Sauna war heute noch nicht dabei, Eisbad auf jeden Fall. Ich denke mal, du bist auch ein Kaffeeliebhaber. Ja. Und um die Beine locker zu fahren, fährt man auch mal ins Café. Wie lang darf maximal die Ausfahrt ins Café dauern? Ja, die Frage ist, Shamey Time, Training Time oder nur die reine Fahrzeit? Nur die reine Fahrzeit. Ja, also so ein Ruhetag maximal anderthalb. Maximal zwei Stunden. Also länger als zwei Stunden, das tut nicht gut. Und so eine Stunde, wo soll es dann auch schon sein? So zwischen ein und zwei Stunden, würde ich sagen. 30 Kilometer. Oh, eine Stunde. Oh, maximal eine Stunde auf jeden Fall. Geht nicht länger. Also so 20, 25 ja, Kilometer. Genau, ganz entspannt. Ja. Ich kenn's mich ja. Für so Kaffeefahrten ist immer schwierig. Ich brauche da immer Motivation, dass ich mich anziehe für eine Stunde. Aber es hat sich gebessert. Also ich mache es mittlerweile relativ gern. Und ja, ich denke mal so um eine Stunde rum, locker rollen, ist eigentlich immer ganz gut. Ich am Ruhetag so lange, wie man Lust hat. Also da kann man auch mal zwei Stunden sitzen. Wenn ich trainiere, versuche ich ja, 20, 30 Minuten zu sitzen und dann wieder loszufahren. Weil desto länger man da sitzt, desto schwerer werden natürlich auch wieder die Beine. Du warst früher Crossfahrer, also hast eigentlich wahrscheinlich nie dein Rad zur Seite gestellt. Aber als Radprofi in der Saisonpause, dann stellt man dann sein Rennrad ja mal in die Ecke. Wie viele Tage oder Wochen fasst du dein Rennrad in der Saisonpause nicht an? Ja, es wird jetzt mehr, seitdem ich Profi bin. Früher waren es so zwei Wochen. Inzwischen sind es so drei, teilweise sogar vier. Ich denke, die meisten machen so vier Wochen Saisonpause. Oh, vier, fünf Wochen, denke ich. Ja, vier, fünf Wochen werde ich das Rad in der Ecke stehen lassen. Also das Rennrad definitiv drei Wochen, dreieinhalb, vielleicht auch vier, mal schauen. Kann sein, dass ich nach zwei bis drei Wochen mal eine lockere Runde Mountainbike mit meinem Bruder fahre oder so. Aber nee, Rennrad drei bis vier Wochen, Finger weg. Boah, schwierige Frage. Ich weiß es noch gar nicht. Ich habe mit meinem Trainer noch nicht gesprochen, aber ich würde jetzt mal so schätzen, drei Wochen. Drei Wochen? Zweieinhalb, drei Wochen wahrscheinlich. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann nicht irgendwie was anderes mache. Einfach nur kein Rad fahren. Ja, das ist bei mir ist das immer ein bisschen unterschiedlich. Also ich starte immer mit großen Träumen und Vorstellungen in diese Offseason rein, wie lange ich jetzt kein Fahrrad fahren werde, aber dann so nach spätestens anderthalb Wochen juckt es mich dann schon das erste Mal wieder in den Beinen. Und meistens ist es so zwischen einer und zwei Wochen. Keine Alternativsportart? Laufen, aber ich bin ein bisschen schwer fürs Laufen, da kümmern mir die Knochen immer wieder. Auf jeden Fall so Maximum zwei Wochen, weil ich doch eine relativ lange Verletzungspause hatte, deswegen muss ich noch ein bisschen was nachholen. Mindestens mal zwei Wochen, vielleicht sogar drei gar nicht. Und dann dritte Woche wieder so ein bisschen alternative Sachen oder kann sein, dass da ein Mountainbike schon mit reinkommt, aber Straßenrad ist eigentlich den ganzen Oktober weg. Dann
Alles klar, vielen Dank für die Antworten. Gerne. So, das waren die Antworten der Profis, wie sie regenerieren und wie lange sie das Rad beiseite stellen. Was wären eure Antworten gewesen? Schreibt sie doch am besten unter das Video in die Kommentarspalte und lasst am besten noch einen Daumen hoch da, wenn das Video gefallen hat und ein Abo auf unseren Kanal. Da findet ihr noch ganz viele Videos rund ums Thema Radfahren. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.